Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Let's Play World of Warships. Heute sehen wir hier mal wieder absolute Dick Action Power mit der Montana und zwei Yamato. Also hier kompletter Zug. 10er, 8er und vereinzelt auch 9er. Also von dem her natürlich das Matchmaking hier ideal für ihn. Dann schauen wir mal, die drei bleiben jetzt auch direkt zusammen. Und wir sehen schon die ersten Schüsse bzw. Granaten, die da geflogen sind. Und 20.000 Damage konnte hier schon reißen. Sehr fein. Und nochmal Richtung Montana. Wie gesagt, nicht wundern, wenn die Türme sozusagen hier noch nicht da auf dem Punkt sind, wo ihr sie eigentlich erwartet hättet. Es liegt einfach am Replay. Wenn ihr das vorspult, dann sagt, oh, 37.000er Hit mit zwei Zitas. Läuft. Das liegt einfach am Replay. Sobald man es nämlich vorspult, dann kommen die Türme so gesehen in Anführungszeichen einfach nicht mehr hinterher. Aktuell noch im Reload und hier aus dem Rauch kommt schon einiges. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Jetzt rettet er sich erstmal da ein bisschen hinter die Insel, ist auch, glaube ich, sehr sinnvoll, da jetzt nicht komplett sich mit dem Gegner anzulegen, sondern da ein bisschen mit Bedacht spielen. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ja, und hier mit drei Zitadellen und 48.000 Schaden natürlich, macht er die Moin weg. Eide Witzka, 5 Minuten und 10, jetzt komme ich schon gar nicht, jetzt bin ich ja von diesem Hit so gehypt, 4 Minuten und 10 gespielt und 105.000 Schaden, so läuft es. Sehr effektiv auf jeden Fall, der Bursche. 18 Treffer, 105.000 Schaden. Kann man mal machen. So, jetzt die Montana da auf Gegnerseite auch sehr schön mit der Seite zu ihm. Und auch hier könnte es jetzt wieder richtig mal scheppern im Karton. Und wir sehen, da waren es doch nur 6.000 Schaden. Also, so schön, wie sie da seitlich daher getuckert ist. Ja, so wenig Damage war es dann leider am Ende des Tages.
Ja, die Granaten. Wir sehen das Ziel leider nicht. Aber in dem Fall auch in Anführungszeichen nur 5000 Schaden. Und er bleibt hier weiterhin bei der Insel am Kuscheln schon fast. Vielleicht hat er sich hier ein Haus gekauft oder man weiß es nicht. So, die Minotaur, die hat nicht so viel Panzerung. Vielleicht kann er sich hier von hinten ein bisschen überraschen. Jo, und das war, glaube ich, überraschend. Zwei Zitadellen von hinten und weg damit. Ich glaube, der war überrascht. Ein wenig vielleicht zumindest. Ja, schade. 17.000 Schaden der Zitadelle. Aber klar, da sind in Anfangszeiten nur noch 18.000 Hitpoints vorhanden. Also, die will er jetzt schon auch noch wegziehen. Aber auch er hat da einen fetten Hit bekommen. Hat jetzt nur noch 10.000 HP. Heilt sich sofort wieder. Aber auch da jetzt der Brand. Also, da hat es jetzt mal richtig, richtig gerappelt bei ihm. Und da schießt die St. Louis vom Gegner auch schon auf ihn. Problem gelöst. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Wenn er jetzt ein bisschen noch überleben kann, dann kann er sich noch mal ein paar Hitpoints hier wieder zurückholen. Dann kommt er so auf knapp über 30.000. Das würde ihm schon sehr gut tun. Ah, ich habe schon hier die Zitadellen fast fliegen sehen bei der gegnerischen Conqueror. Aber die hat dann doch noch mehr ausgehalten, als ich es erwartet hätte. Conqueror auch so ein wahnsinnig gutes Schiff mit dieser Brandwahrscheinlichkeit der HE-Granaten. Auch sehr, sehr nervig teilweise. Er kann auf jeden Fall seine nächste Heilung jetzt anschmeißen. Ist für ihn auch wirklich wichtig, dass er wieder ein paar HP hat und auch dementsprechend wieder ein bisschen was aushält. So, das nächste Ziel soll jetzt die Atago sein. Und ja, die Schüsse schauen nicht schlecht aus. Jo, und da war es das dann für die Atago. Damit Kill Nummer 3 und 184.000 Schaden. Das Gefecht selber ist nach wie vor unfassbar knapp. Die Tickets fast identisch. Beide mit gleich vielen Schiffen noch am Start. Also hier ist die Runde wirklich noch komplett offen für beide Parteien. 8000 Damage da auf die Bismarck. Schon nicht ganz schlecht. Aber da geht noch mehr.
Und jetzt bekommt er da ein paar Hits von vorne. Gott sei Dank jetzt kein Schlimmer dabei. Der GEMA-Skiller. Und oh, eine North Carolina, die noch richtig voll ist. Aber die ist nicht so schnell unterwegs. Da glaube ich, kann er in Ruhe jetzt hier mal aimen. Und die Schüsse, so von der Tendenz des Aimings, haben gut ausgesehen. Hätte ich wahrscheinlich genau so geschossen. Oh ja, zwei Zitadellen. Und knapp 38.000 Damage waren das jetzt hier. Also, der war auch wieder sehr fein geaimt. 230k hat er schon. 11 Zitadellen. Ja, und jetzt vielleicht noch den ein oder anderen Kill, den man ihm hier langsam gönnen würde. Auf jeden Fall ist er von seiner Division hier der fleißigste. Er als einziger 3 Kills, alle anderen 0. Und einer ist ja auch schon zerstört worden. Oder versenkt. So, nochmal eine Heilung angeschmissen. Und jetzt hier mit dem Einzelfeuer Richtung Bismarck. Hat ja auch nur noch 3 KHP. Heilt sich zwar gerade, aber da muss noch ein bisschen was treffen. Dann war es das auch schon. Naja, nur ein bisschen. Ah doch, genau. Perfekt. Sehr gut. 4. Kill. Und jetzt, last but not least, die Montana vor ihm. Das Momentum ist so ein bisschen bei seinem Team. Gegner hat 5 Schiffe verloren, sein Team erst 4, aber das ist noch viel zu knapp, als dass man hier von einer sicheren Nummer sprechen könnte. So, jetzt hat er lange gewartet, bis die Montana da so weit reindreht. Und ich glaube auch für die Montana dürfte jetzt hier... Oh, das war nicht so viel erwartet. Ich dachte, da geht jetzt richtig was. Mal schauen, was er jetzt mit den vorne macht. Er will natürlich nicht zu seitlich da jetzt ranfahren. 7000 Schaden. Weil sonst bekommt er da noch zu viel Damage. Und dafür, dass es zwischenzeitlich so low war, hat sich die Runde hier eh noch sehr vernünftig entwickelt, muss man einfach sagen. Ah, die Montana, die ist jetzt hier widerspenstiger als erwartet. Aber schaut mal, was da auf die einprasselt. Das ist schon exorbitant viel. ...4700 Hitpoints noch. Scheint sich da jetzt nicht gerade heilen zu können, aber seine Schüsse, die fliegen alle in die Insel rein. Dementsprechend keinerlei Chance. Und langsam, aber wirklich auch nur ganz langsam, ist hier eine Tendenz zu erkennen. Und er schreibt auch, don't risk too much. Da hat er vollkommen recht. Denn da jetzt kopflos auf den Gegner draufstürmen, wäre einfach nicht so intelligent. Nochmal schöne 11.000 Schaden Richtung Hipper. Nach wie vor wahnsinnig knapp. Sein Team 6 Schiffe, Gegnerteam 5 Schiffe. Der Gegner vielleicht sogar noch mit dem Zerstörer vielleicht ein bisschen einen Vorteil. Und schon ist es wieder ausgeglichen. Also die Runde ist wirklich, 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 wirklich sehr knapp. Jetzt Brender. Oh, sehr guter Treffer. Damit auch die Krake sich jetzt gesichert. Hat sein Team damit auch wieder in Führung geballert. Den Brand heilt er gerade gegen.
Vielleicht ein bisschen früh da angeworfen. Die Heilung. Auf jeden Fall muss er jetzt noch 18 Sekunden durchhalten und da wird der Brand lieber schnell gelöscht. Weil hier jetzt wirklich jedes Hitpointchen wichtig für ihn ist. North Carolina, nur noch 7000 AP. Ja, und er manövriert sich jetzt hier durch die Inseln schnell durch. 3000. Und das könnte es jetzt sein für die gegnerische North Carolina. Ach, unfassbar. Prallt dann da noch ab. Also hier leider jetzt nicht die Versenkung. Aber jetzt hat er sich da hier die restlichen Hitpoints sichern können. Damit liegen sie wieder hauchdünn vorne mit einem Schiff. Die Conqueror ist gerade ein bisschen am Rückwärtsfahren und typisch für die Conqueror brennt er jetzt hier. Heilen kann er sich nicht mehr, aber gleich zumindest den Brand löschen. Aufklärungsflugzeug in der Luft. So, jetzt ist die Conqueror da wieder zu sehen. Er rettet sich jetzt ein bisschen hier zur Insel. Kann jetzt den Brand löschen. Und das war jetzt natürlich wichtig für ihn, dass er sich hier zur Insel retten kann. Weil klar, nochmal ihn versenken, das wäre genau das, was nicht passieren darf. Die Khabarovs-Tenten gegen die Z-23 auch nochmal jetzt am Cap. Problem gelöst. So, die Conqueror wird jetzt gleich versenkt. Und dann haben wir doch endlich mal eine Tendenz. Zwei Schiffe gegen vier Schiffe. Und die letzten 35 Sekunden, die er noch irgendwie durchhalten muss. Nicht, dass auch einmal ein Torpedo von irgendeiner Seite her kommt. Aber der schaut aktuell ganz stimmig aus. Jetzt probiert er noch mal ein paar Granaten Richtung Z-23 zu ballern. Aber selbst wenn die Khabarovsk da jetzt zerstört wird, ist es kein Problem. Damit sage ich schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat das Replay mit der Montana gefallen. Wenn ja, lasst ein Like oder vielleicht sogar ein Abo da. Und ansonsten sendet eure Replays ein. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.